liebe Freunde, schöne Grüße aus Süditalien, Gallipoli, wo es heute etwas regnerisch und stürmisch zugeht. Eigentlich ist das passende Wetter für meinen Jahresrückblick auf das Jahr 2020. Dieses Jahr wird als historisches Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Genauso und vergleichbar im negativen Sinne mit 1789 oder 1945. Denn dieses Jahr ist deshalb so historisch, weil es das Jahr ist, an dem wir Bürger uns unsere Menschenrechte nehmen ließen. Eine meiner Meinung nach hochkriminelle Elite benutzte Politik, Medien, Wissenschaft und andere Institutionen wie auch die Polizei dazu, um ihr hochkriminelles Werk durchzuführen. Und alles geschah unter der Vorgabe, uns angeblich schützen zu wollen. Aber man schützte uns nicht, sondern man hatte uns ein Märchen erzählt und benutzte dieses Märchen dazu, uns einzusperren. Der Staat und seine Regierungen bezogen und beziehen ihre Legitimität, über uns zu herrschen, nur aus der Tatsache, dass sie behaupten, unsere grundlegenden Rechte als Menschen, die wir von Natur aus durch Geburt besitzen, zu schützen. Die Vereinten Nationen erklärten in ihrer Erklärung der Menschenrechte diese grundlegenden Rechte für unabdingbar. Die Staaten hatten sich verpflichtet, diese Menschenrechte zu schützen. Leider vergaßen die Vereinten Nationen, das Ganze für den Bürger einklagbar zu machen. Und so blieb es dann einfach bei einer bloßen Kundgebung der Staaten, diese Rechte schützen zu wollen. Der Bürger konnte sich leider nie darauf rechtlich berufen. In Deutschland war das allerdings bis zum Jahre 2020 anders. In den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes waren und sind unsere Grundrechte definiert und sie gelten laut Grundgesetz als unmittelbar geltendes Recht, das alle staatliche Gewalt bindet. Diese Grundrechte sind, wie der Name schon sagt, unsere Minimalrechte. Man kann diese Rechte und sollte diese Rechte, wenn man ein guter Staatsführer ist, möglichst erweitern, aber diese Grundrechte dürfen, und das steht auch im Grundgesetz, in ihrem Wesensgehalt niemals angetastet werden. Das ist Voraussetzung einer legitimen
Staatsführung in der Bundesrepublik Deutschland. Das alles bedeutet unter anderem, dass wir uns frei bewegen dürfen. Nach geltender Rechtsauslegung darf man uns nicht ohne weiteres einsperren. Wir dürfen unsere Meinung frei und ohne Nachteile befürchten zu müssen äußern. Wir dürfen Kontakt halten zu wem immer wir wollen. Und der Staat hat unsere körperliche Unversehrtheit natürlich zu gewährleisten und weder durch Sauerstoffentzug noch durch Injizieren von Gift in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Das ist nicht das Recht eines Staates. Der Leitgedanke unseres Grundgesetzes ist es, die Würde des Menschen, die als unantastbar definiert ist, zu schützen. Das bedeutet, dass wir als Bürger niemals, ich betone niemals, Spielball Macht und geldgieriger Politiker sein dürfen. Wir dürfen niemals das gegängelte Objekt des Staates werden. Aus den vorgenannten Gründen ist es also auch vollkommen unmöglich, dass eine von uns gut bezahlte Regierungschefin einen Ausspruch tätigt wie: Wir müssen die Zügel anziehen. Wir sind nicht das Vieh unserer Regierenden. Das ist allerdings unsere Aufgabe, das diesen Regierenden deutlich zu machen. Freiheit ergibt sich nicht dadurch, dass sie in einem Gesetz definiert ist. Freiheit muss täglich von uns erkämpft werden. Und das wurde im Jahr 2020 versäumt. Das muss sich unbedingt ändern, wenn wir 2021 wieder ein anderes Leben führen möchten. Und das liegt an uns, den Regierenden aufzuzeigen, von wem die Macht ausgeht. Laut Grundgesetz geht diese Macht vom Volke aus. Aber das Grundgesetz ist ein Gesetz. Dieses Gesetz muss mit Leben gefüllt werden. Und das, liebe Freunde, soll unsere Aufgabe für 2021 sein. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein neues Jahr, das in diesem Sinne für uns alle in eine andere Richtung verläuft als das letzte. Alles Gute, Grüße aus Italien, euer Joe.